Wissen Sie schon, präsentieren ist wie Busfahren. Als Busfahrer sind Sie der Präsentator. Was macht so ein Busfahrer? Der bringt Menschen von einem Punkt A zu einem Punkt B. Ein Busfahrer bewegt Menschen. Aber Busfahrer machen auch noch was anderes. Beispielsweise, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Stadtrundfahrt in Kopenhagen machen. Sie steigen an einem Punkt A ein und wenn Sie an Punkt B aussteigen, was ist dann? Sind Sie schlauer, weil Sie haben ein bisschen was mitgenommen von der Stadt, von den Eindrücken. Es gibt aber noch was anderes. Neulich war ich in München und da fährt so ein Partybus an mir vorbei. Da denke ich, was ist das denn? Diesen Partybus steigt man ein, hört tolle Musik, kann da drin ein bisschen tanzen, kriegt ein paar Cocktails. Und was ist, wenn man aussteigt am Punkt B? Ist man gut drauf. Also, man ist gut unterhalten worden, man hat ein bisschen Spaß gehabt. Jetzt habe ich Ihnen drei Dinge genannt, die Cicero schon vor 2000 Jahren genannt hat. Nämlich bewegen, informieren und unterhalten. Er hat es in seiner Officia Oratoria genannt und hat dort gesagt, eine optimale Rede ist aus diesen drei Elementen aufgebaut. Jetzt gibt es allerdings auch einen fundamentalen Unterschied zwischen Busfahren und Präsentieren. Beim Busfahrer steigen Sie ein, dann schließen sich die Türen und öffnen sich auch nicht mehr. Beim Präsentieren ist das anders, da bleiben die Türen offen. Und insofern lade ich Sie ein, jetzt mit mir und bei mir einzusteigen und an Bord zu bleiben. Ich lasse die Türen offen. Starten wir mit einer kleinen Aufgabe. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt eine Reihe von Bussen. Und was ich gerne möchte, ist, dass Sie sich mal die Nummer des Busses aufschreiben, derjenige Bus, den Sie am besten oder den Ihnen am besten gefällt, der, wo Sie sagen, da steige ich am ehesten ein. Ich zeige Ihnen jetzt mal vier Busse. Überlegen Sie mal oder schreiben Sie auf, in welchen dieser Busse würden Sie einsteigen oder welcher würde Sie am meisten interessieren. Fangen wir mal mit dem ersten Bus an. Das ist der Energiesparbus und dieser Bus, da wenn Sie dort reingehen, lernen Sie, wie Sie Energie sparen können und wie Sie da eine Menge Geld sparen können. Der zweite Bus hat 1000 PS, hat Flügeltüren, innen drin super ausgestattet. Wenn der anfährt, drückt sie richtig in den Sitz rein und ist auch luxuriös ausgestattet. Der dritte Bus sieht so aus. Das ist so ein Chill-Out-Bus. Da können Sie einen Cocktail zu sich nehmen und hören coole Musik. Da muss man natürlich auch entsprechend gekleidet sein. Und der fährt hauptsächlich in der Sonne. Der vierte Bus sieht so aus. Das ist der Kuschelbus. Da haben Sie einfach, sitzen Sie in geselliger Runde zusammen und haben es sehr gemütlich da drin. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja, mein Favorit war jetzt nicht dabei. Ich habe noch einen. Der sieht so aus. Das ist die afrikanische Busvariante. Die ist sehr günstig, aber da muss man ein bisschen Risiko mitbringen. Also Risikobereitschaft. Haben Sie sich Ihre Zahl gemerkt? Ja? Dann lassen Sie den Kopf mal so nach vorne fallen. Aber bei manchen geht es schon nicht mehr. Okay, gut. Fantastisch. Es gibt aber noch, ich komme zu der Auflösung, komme ich ein bisschen später. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich Ihnen diese Busse gezeigt habe. Wenn ich Präsentator bin, muss ich mir überlegen, wer sitzt vor mir, wer ist meine Zielgruppe? Wie tickt diese Zielgruppe? In welchen Bus würde diese Zielgruppe einsteigen? Welche Erwartungen hat die Zielgruppe? Möchte die viel Informationen haben? Möchte die gut unterhalten werden? Was möchte diese Zielgruppe? Welche Einstellung hat die? Ist die meinem Thema aufgeschlossen gegenüber oder sagt die, boah, nee, das Thema, da wäre ich mal richtig mal kontra. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Und ich habe 1993 ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich war auf einer Party, lerne dort einen Techniker eines Kosmetikunternehmens kennen. Und er sagt zu mir, Matthias, kannst du PowerPoint? Ich hatte Informatik studiert und als Informatiker, ich weiß nicht, ob Sie so Leute kennen, die sagen immer, boah, ich kann alles. Das war bei mir damals auch so. Ich habe dann auch gesagt, ja klar, kann ich das. Hat natürlich keine Ahnung davon. Dann empfiehlt er mich weiter an einen Marketingmanager eines Kosmetikunternehmens. Ich bin dann ein paar Tage später, da sagt er zu mir,
Herr Garten, es tut mir leid, ich habe den Auftrag für die Veredelung meiner PowerPoint oder für die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation gerade an eine Werbeagentur gegeben. Sie kommen zu spät. Aber Sie können diesen Job auch machen. Sie kriegen auch kein Geld dafür. Und dann habe ich gesagt, kein Geld, ich bin am Anfang meiner Karriere, das mache ich mal, das sind Marketingkosten. Und habe dort richtig reingehauen, habe dann 4 Wochen später die Präsentation abgegeben und er sagt zu mir, super, sensationell, die will ich haben. Hat die Präsentation eingesetzt und hat eins getan, er hat mich weiterempfohlen. Meine Firma ist rasant gewachsen, ich hatte 21 feste Mitarbeiter, die nur von morgens bis abends PowerPoint optimiert haben. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ich habe nur in der Zeit gemerkt, dass viele Referenten sich schwer damit tun, eine Struktur zu haben, eine Dramaturgie zu haben. Viele haben auch von ihrer Person, also persönlichen Performance, nicht das gebracht, was die PowerPoint eigentlich dargestellt hat. Die PowerPoint sah toll aus, aber die haben es von ihrer Person her nicht gebracht. Und ich habe festgestellt, bei den vielen, vielen Menschen ist es so, dass die sich nicht in die Zielgruppe hineinversetzen können. Die wissen nicht genau, wie tickt die Zielgruppe, was muss ich denen mitgeben. Und daraufhin habe ich eine Methode entwickelt, die sich Presentation Booster nennt. Und mit dieser Methode fällt es leichter und einfacher, Präsentationen vorzubereiten. Und ich möchte dir heute in den nächsten paar Minuten einfach mal diese Methode vorstellen. Dazu habe ich hier mal was mitgebracht. Ich habe mal was vorbereitet, so heißt es, glaube ich, oder? So. Und zwar, in den 50er Jahren hat Carl Gustav Jung, der Begründer der analytischen Psychologie, ein Modell entwickelt, nämlich hat 8 Menschen in 8 Personentypen eingeteilt. Daraus abgeleitet sind Modelle wie das DISC-Modell, HDE-Modell oder Myers-Briggs-Type-Indikator und so weiter. Das sind Modelle, um Menschen zu typisieren, um es dann einfacher zu haben, zum Beispiel in meinem Fall Präsentationen aufzubauen. Ich habe bei mir dann mich sehr viel mit NLP beschäftigt, mit Neurowissenschaften, habe das Ganze praktisch gemixt und daraus die Presentation Booster Methode aufgebaut. Wie sieht das aus? Es gibt 4 Typen und die sind in Farben unterteilt, wie der hier zum Beispiel. Dieser Farbtyp ist der blaue, logische, präzise Typ. Das ist der Zahlen-Daten-Fakten-Typ, den findet man hauptsächlich bei wissenschaftlichen Präsentationen. Der möchte auch gerne sachliche Informationen haben. Dann gibt es hier den harmonischen grünen Typ. Dieser harmonische Grüne, den findet man hauptsächlich in Unterstützerfunktionen und zum Beispiel in der Projektassistenz oder überhaupt im Sekretariat. Dann gibt es die rote Führungskraft. Die rote Führungskraft ist sehr durchsetzungsstark und bewegt was. Und dann gibt es hier noch den gelben, den kreativen gelben Typ. Dieser, den findet man hauptsächlich im Marketing oder in Werbeagenturen, aber auch im Vertrieb oder im Training. Warum? Weil man dort Ideen braucht, Möglichkeiten aufzeigen muss. Ich habe also diese 4 Typen und kommen wir mal zurück zu Ihrer Aufgabe. Wer von Ihnen war denn hier unten in dem blauen Bereich? Gibt es da Menschen, die sich dafür interessiert haben? Sie gehören eher in diesen Bereich, der Zahlen, Daten, Fakten. Dann gibt es hier den roten Bereich. Wer war in dem roten Bereich? Markgruppe? Gut. Dann gibt es hier den kreativen Gelbbereich, das ist der dritte, okay, die meisten von Ihnen. Und dann haben wir hier den grünen Unterstützerbereich, gibt es da auch Menschen? Fantastisch. Also Sie sehen, wir haben hier alle im Publikum, alle Typen haben wir im Publikum und was kann ich jetzt damit anfangen? Stellen Sie sich vor, Sie wollen von Frankfurt nach New York. Sie steigen in Frankfurt in den Bus, fahren durch Deutschland mit dem Bus, fahren durch Frankreich durch mit dem Bus und an der Atlantikküste sagt der Busfahrer, bitte aussteigen, hier ist Endstation. Sie haben ein Handy dabei, gucken bei Google nach und Google zeigt Ihnen das hier an. Sie sind etwas überrascht und sagen, wieso soll ich jetzt schwimmen? Aber hätten Sie Ihre Reise vorher richtig geplant, wäre es wahrscheinlich gar nicht passiert. Das heißt, ein Busfahrer, der hat immer eine feste Route. Bei Präsentationen sprechen wir auch von roten Faden. Ein Busfahrer hat auch einen Fahrplan. Bei Präsentationen sprechen wir von Timing, also zu bestimmten Zeiten
bin ich an bestimmten Punkten. Zum Beispiel nach 3 Minuten bin ich durch mit meiner Einleitung und so weiter. In der Presentation Booster Methode machen wir dann Folgendes. Du siehst es hier, ich teile meine, oder wenn ich eine Struktur aufbaue, nutze ich im Prinzip, stimme ich das auf die 4 Typen ab. Man sieht es jetzt hier zum Beispiel mit der sogenannten 5-Satz-Technik, steige ich hier ein, ist ja kurz und knapp gehalten. Da kann ich Präsentationen aufbauen in 10 bis 20 Minuten. Für die Gelben brauche ich eine sehr spannungsgeladene, sehr vielleicht auch geheimnisvolle Präsentationsform. Das findet man zum Beispiel bei Hollywood-Filmen oder in spannenden Abenteuergeschichten. Und hier unten in diesem Bereich Story, im grünen Bereich der harmonischen Unterstützer, habe ich eher den Storytelling. Das Storytelling, das heißt das Geschichten erzählen, Geschichten von Menschen. Und in dem letzten Bereich habe ich das sogenannte pyramidiale Präsentationsprinzip. Das wurde von Barbara Windhoff für eine Unternehmensberatung in den 60er Jahren entwickelt. Und da geht es darum, sehr logisch aufbauen, sehr sachlich Präsentationen aufzubauen. Und deswegen werden Sie heute hier unterschiedliche Vorträge auch hören. Weil der eine sagt, ich setze mir auf Storytelling, der andere sagt, ich versuche das kurz und knapp zu halten. Oder der nächste sagt, ich versuche Ihnen hier logische Argumente mitzugeben für eine Sache. Und Sie werden damit auch nur unterschiedliche Menschen erreichen. Das ist ein Bereich und ich habe das Ganze in meinem Buch hier, in dem neuesten Buch, Präsentation erfolgreich gestalten und halten. Wer möchte, kann sich das dort nochmal genau nachlesen, da stehen die ganzen Strukturen beschrieben. Man kann dort sehr genau sehen, wie man so eine Präsentation aufbauen sollte für den entsprechenden Bereich, für die entsprechende Zielgruppe. Präsentationen sind nicht deshalb Präsentationen, weil man nur redet, sondern Präsentationen haben immer diesen Teil Medien. Mediale Unterstützung, Visualisierung. Und diese Visualisierung, da geht es darum, Sachen nicht nur hübscher zu machen. Geht, meine Damen und Herren, darum, einfach auch mal hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, was steckt denn noch dahinter? Ja. 1997 kam ein Buch in den Handel, und zwar heißt es Aufmerksamkeitsökonomie. Und in diesem Buch wird etwas beschrieben, das heißt, das höchste Gut des Menschen ist nicht mehr das Geld, sondern es wird in Zukunft die Zeit sein. Das heißt, wie viel Zeit schenke ich einer Sache? Und die neue Währung heißt nicht Geld, sondern Zeit. Und genau dieses ökonomische Prinzip, in kurzer Zeit viel aufgeben zu können, gilt auch für die Visualisierung. Und in diesem Beispiel, was Sie jetzt hier sehen, steht 6-mal der Begriff Abverkauf von Produkt A. Es steht 3-mal Europa drin, es steht 3-mal Nordamerika drin. Wir sprechen von sogenannten Wiederholung oder Redundanzen. Was hier auch ist, Sie sehen viele kleine Linien, viele Detailinformationen. Wir sprechen da von Rauschen. Und was geht es? In der Aufmerksamkeitsökonomie geht es darum, in kurzer Zeit Informationen auf den Punkt zu bringen. Ich kann die gleiche Folie auch so darstellen, wie Sie jetzt hier sehen. Sie erfassen die Information viel, viel schneller und haben die ganz unwichtigen Informationen sind weggelassen. Das heißt, ich befinde mich jetzt genau in so einer Art, ich sag mal, Twitter-Kommunikation. Also in kurzen Informationshäppchen liefere ich Informationen. So à la SMS oder, ja, wie gesagt, Twitter. Das gilt nicht nur für Diagramme, das gilt auch für Text. Wenn wir sowas hier sehen, verliert mir den Überblick. Sie müssen jetzt unheimlich lange lesen, bis Sie das verstanden haben. Und Ihnen fehlt der Überblick. Was noch dazu kommt, zeigt sich jetzt hier im nächsten, oder genau, was ich Ihnen damit mitgeben will, ist, entfrachten Sie Ihre Charts, versuchen Sie weniger reinzupacken, reduzieren Sie die Anzahl der Informationen auf Ihren Folien. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren, kam ein Referent aus dem medizinischen Bereich zu uns, und kam mit 150 solcher Folien. Was hat der Referent gemacht? Der Referent hat hauptsächlich diese Folien vorgelesen. Mein Kollege Andreas Bornhäuser nennt das Ganze betreutes Lesen. Und
Was passiert dadurch? Es wird langweilig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt was dazu erzähle, also nicht das, was auf der Folie steht, sind die meisten von Ihnen überfordert. Das heißt, Sie müssen nämlich dann gleichzeitig hören und sehen. Und das überfordert die meisten. Ich habe in meinen Seminaren, stelle ich immer wieder fest, es gibt so, ich sag mal so, alle 100 Teilnehmer gibt es einen, der sagt, ich kann beides. Und der kann es dann nachher auch beweisen. Ganz interessant. Also aber 99% sind nicht in der Lage zu hören und gleichzeitig zu lesen. Was kann man jetzt tun, um solche Folien zu optimieren? Und wir haben, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich Ihnen heute zeigen möchte, ist die hier. Ich übersetze das Ganze in Bilder. Jetzt habe ich drei Vorteile. Der erste Vorteil ist der, ich kann als Referent was dazu erzählen. Ich bin nicht mehr angewiesen auf den Text, der auf der Folie steht. Zweiter Vorteil ist, die Bilder werden 2000 Mal schneller aufgenommen. Circa 2000 Mal schneller aufgenommen. Und der dritte Vorteil ist, Bilder bleiben länger im Gedächtnis. Das heißt, sie werden länger von Ihnen behalten. Das heißt, wenn ich Sie in einer halben Stunde wieder treffe und frage Sie nach diesen drei Motiven, werden Sie die wahrscheinlich noch wissen. Wenn ich Sie frage, was stand denn auf der Folie vorher als Text drauf, werden die wenigsten von Ihnen das noch wissen. Bilder. Jetzt gibt es viele, die holen sich Bilder aus Bildbibliotheken. Ich kenne da auch viele Trainer und Speaker-Kollegen oder auch, ja, ich sag mal, überall werden Bilder aus Bilddatenbanken gezogen und werden dann in Präsentationen eingesetzt. Das Spannende ist jetzt, wie kriege ich das hin, dass ich das wieder zur Zielgruppe passend aufbaue. Und da gibt es die Möglichkeit, dass ich Bilder verfremde. Und Sie sehen hier in diesen Beispielen, ich habe hier oben zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Effekt gewählt für die Rottypen, für die Gelben nehme ich einen sehr trendigen, innovativen, modernen Effekt. Zum Beispiel der Nashville-Effekt oder hier unten eine hohe Farbsättigung und so weiter. Also ich kann meine Bilder auch an die Zielgruppe anpassen. Es geht sogar so weit, dass ich Farben an die Zielgruppe anpassen kann und Formen an die Zielgruppe anpassen kann. Wer das nochmal nachlesen will, ich habe auch ein E-Book, das schenke ich Ihnen gerne. Und da können Sie das nochmal genau im Detail nachlesen. Ich will Ihnen aber mal zeigen, was das für Auswirkungen hat. Wenn ich so an der Präsentation herangehe, sehen meine Folien zum Beispiel so aus. Ich habe hier zwei Drittel rot, ein Drittel blau. Und das bedeutet, ich habe hier eine sehr stark rote Präsentation. Es gibt hier sogar noch diesen Silberstreifen. Und dieser Silberstreifen zeigt mal so eine Premium-Komponente, so einen edlen Effekt. Das heißt, ich habe hier eine Folie, die eher so rot-blau ist, also praktisch in diesem Bereich hier rechts ist. Und in dem nächsten Beispiel habe ich eine Folie, die eher schwarz, aber auch rot ist, also mit schwarzem Hintergrund. Aber das Buch ist schräg gestellt und das geht hier in diesen Gelbbereich rein. Das heißt, ich habe hier eine rot-gelbe Folie. Ja, meine Damen und Herren, mit der Presentation Booster Methode können Sie sehr stark präsentieren. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben wollte. Und ja, nutzen Sie solche Methoden. Überlegen Sie, wie tickt Ihre Zielgruppe und überlegen Sie sich, wie passen Sie Ihre Präsentation der Zielgruppe an. Vielen Dank.